Films Iris Berben sicherlich ganz vorne mit dabei. Da steckt aber auch viel Arbeit dahinter. Was glauben Sie, was man mit 64 machen muss? Ich dachte, kaltes Wasser. Meinst du, ich stehe so auf? Dass es bei mir zu Hause in meinem Badezimmer wie in einer Reparaturwerkstatt aussieht, ja, stimmt. Das liegt allerdings nur daran, weil überall auf dem Titel Repair steht. Dafür bin ich sehr anfällig. Und da ist man sich nur noch am Reparieren, oder? Ja, das könnte man natürlich charmanter sagen. Dafür hat sie ja Gott sei Dank junge Schauspielkolleginnen wie Paulina Roginski und Caroline Herfurt. Wir sind halt wirklich alle verliebt in Iris Berben. Ja, wirklich. Muss man einfach sagen. Und Entschuldigung, wie gut sieht sie bitte aus? Die Traumfrauen kommen am 19. Februar ins Kino und da wird Leni mies betrogen. Um über den Typen hinwegzukommen, hat Freundin Vivian einen Plan. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A. Dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten, also Typ C. Und wann hat denn das ein Ende? Wenn ich das ganze Alphabet durchgeschlafen habe? Auch wenn es im Film um Traumfrauen geht, an Traummännern sind Annika Decker, die Regisseurin, und Iris Berben eigentlich nicht interessiert. Außer bei Elias, ne? Aber der ist außer bei Elias, der wirklich in der Tat perfekt ist. Also vielen Dank. Aber ich glaube, die wollten auch schreiben. Also sie wollten einfach üblich sein. Der bescheidene Elias Mbarek hat beim Dreh sogar noch richtig was gelernt. Naja, die Gespräche, die im Film stattfinden zwischen den Damen, die sind schon sehr aufschlussreich. Die bekommt man als Mann ja so nicht mit. Zumindest ein bisschen aufschlussreicher hätte diese Szene für Iris Berben werden können. Aber dann musst du doch noch zweimal auf die Maus drücken. Aber das geht mit einer solchen Affengeschwindigkeit. Das sagt sich immer so leicht. Ich kann den Doppelklick noch nicht. In einer solchen Affengeschwindigkeit. Wobei ich das nach diesem Film derart geübt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Klick. Klick. In einer Filmsache scheint die Berben aber ganz erfahren. Liebeskummer. Ja, also einmal. Das wäre ja auch sieht man die Spuren nicht. Nein, Frau Berben, die sehen wir wirklich nicht. Hat wahrscheinlich mit der ganzen Krämerei zu tun. Begeisterung gehört bei AIDA zum Programm.